Und los geht's mit einem schnellen Video zum T-Test für eine Stichprobe. Warum schnell? Ja, wir haben letztes Mal den Z-Test für eine Stichprobe gemacht und der ist ja fast genau das gleiche in grün. Es gibt nur einen kleinen feinen Unterschied. Schauen wir uns das mal an. T-Test für eine Stichprobe. Da hatten wir letztes Mal den Z-Test gemacht. Und hinter diesem Namen hier, Student, verbirgt sich der T-Test. Student ist ein Pseudonym von William Gossett. Der hat wohl als Chefchemiker an der Guinness Brauerei häufig mit kleinen Stichproben zu tun gehabt und hat darauf eine Verteilung definiert, die heißt T-Verteilung. Und da kommt dann auch der Name der T-Tests her. Das T sehen wir ja auch schon. Mit dieser T-Verteilung berücksichtigt er, dass gerade bei kleinen Stichproben eine Unterschätzung der Streuung in den Daten stattfindet. Das brauchte der Z-Test nicht. Warum nicht? Aber beim Z-Test, den ich immer anmache wieder, da muss ich ja die Standardabweichung der Grundgesamtheit angeben. Die Standardabweichung ist ein Streumaß. Wenn wir die angeben können, wissen wir ja, wie die Streuung in der Grundgesamtheit ist. Dann können wir sie auch nicht unterschätzen und brauchen die T-Verteilung nicht. Das ist auch schon der einzige kleine feine Unterschied. Bei der Student'schen T-Verteilung kann ich keine Standardabweichung der Grundgesamtheit angeben. Die ist also als unbekannt hier definiert. Suchen wir uns mal eine Variable aus. Das muss jetzt ja wieder eine metrische sein. Warum? Weil wir eben einen Mittelwert testen gegen einen anderen Mittelwert. Ein Mittelwert einer Stichprobe gegen einen Mittelwert einer Grundgesamtheit. Und Mittelwerte dürfen wir nur rechnen, wenn die Variable metrisch ist. Also sortiere ich nach Typ, habe die ganzen metrischen Variablen hier. Wie wäre es mit Kinderwunschanzahl? Jetzt wollen wir gucken, ob diese Stichprobe abweicht von einer gewissen Grundgesamtheit, zum Beispiel dem durchschnittlichen Kinderwunsch in ganz Deutschland. Stellen wir uns mal vor, typischerweise, vielleicht träumen die meisten so von zwei Kindern, tippen wir also eine 2 ein, als Referenzwert, gegen den wir testen. Schieben wir die Kinderwunschanzahl rüber. Und das sagt uns auf den ersten Blick nicht ganz so viel. Gucken wir uns erstmal die deskriptive Statistik an. Und die Abbildung dazu. 220 Leute, 2,1 Kinder wünschen sie sich im Schnitt, ungefähr plus minus ein Kind Standardabweichung und aufgrund der großen Stichprobe hier ein sehr kleiner Standardfehler von dem Mittelwert hier. Dann sehen wir die Abbildung, da haben wir also die Stichprobe der jungen Leute, der 220 jungen Leute. So viele Kinder wünschen die sich im Schnitt. So stark schwankt dieser Wert bei einem 95% Konfidenzintervall und das Intervall überlappt so ganz gerade eben diesen Referenzwert, gegen den wir testen, gegen die zwei Kinder, die sich die gesamtdeutsche Bevölkerung wohl wünscht. Wie können wir das Ganze hier oben interpretieren? Da haben wir einmal einen T-Wert, man nennt ihn auch T-empirisch. Das ist der Wert, der sich aus der Stichprobe berechnen lässt. Hier ganz ähnlich die Formel wie beim Z-Test auch. Und dann haben wir die sogenannten Freiheitsgrade. Man sieht im Prinzip, die Freiheitsgrade sind fast das gleiche wie die Stichprobengröße. Dann haben wir wieder einen P-Wert, also eine Restunsicherheit oder Irrtumswahrscheinlichkeit, die ja, bestehen bleibt, wenn wir jetzt die H1 annehmen würden. Nehmen wir die H1 hier an, ja, das kommt wieder auf unser Alpha an. Also nochmal Rolle rückwärts. Tun wir mal so, als hätten wir unsere Daten und unsere Ergebnisse jetzt noch nicht gesehen und schreiben erstmal ordentlich die Hypothesen wieder auf. So, das wäre zunächst mal die klassische Formulierung der beiden Hypothesen. An der Stelle möchte ich noch eine Alternative anbieten. Wir untersuchen ja immer einen Effekt. Und hier macht es dann irgendwann auch Sinn, vielleicht mal in der Hypothese direkt zu benennen, was der Effekt ist. Oder eben dieses Wörtchen Effekt mit unterzubringen. Damit einem ganz klar wird, was ist am Ende denn eigentlich signifikant? Was ist genau der Effekt, der da signifikant oder nicht signifikant geworden ist? So, das wäre die alternative Formulierung. Sie sehen, ganz prominent jetzt mal eingebaut, das Wörtchen Effekt. Und ihr werdet auch klar, was der Effekt ist. Nämlich der Unterschied der durchschnittlichen Kinderanzahl im Vergleich dieser beiden Gruppen. Und ich habe auch noch mal herausgestellt, was denn da eigentlich diese beiden Gruppen unterscheidet. Die Stichprobe der 220 hier, das sind alles junge Leute. Und der ausgedachte Mittelwert der Grundgesamtheit stammt ja aus der gesamten deutschen Bevölkerung, die im Schnitt deutlich älter sein soll.
Wir sehen, ich habe mich mal hier für ein laxes Alpha von 5% entschieden. Das ist unser Test. Er ist zweiseitig, weil ich mich nicht festlege, ob die Stichprobe sich signifikant mehr oder weniger Kinder wünscht. Und dann gehen wir die Daten erheben und haben auf einmal diese Ergebnistabelle. So, Interpretation fertig hingeschrieben. Ich habe mal ein bisschen das Ganze ausführlicher gemacht, weil wir ein nicht signifikantes Ergebnis haben und dann manche immer gleich meinen, ja, dann ist ja die H0 bewiesen. Nee, so ist es nicht. Ja, wir können hier mit so einem Test-Framework keinerlei Hinweis für die H0 finden. Wir können höchstens eben die H0 ablehnen. Wenn mal die H0 nicht abgelehnt werden kann, dann heißt das nicht gleich, dass die H0 bestätigt ist, sondern allerlei Fehlerquellen können drinstecken und nur eine von vielen Möglichkeiten ist, dass die H0 wirklich stimmt. Gut, was wäre, wenn man das Ganze handschriftlich rechnen würde oder mit einem Taschenrechner? Dann würde man T empirisch einen Wert berechnen. So, da haben wir mal die ganze Formel aufgeschrieben. Die ist nach dem typischen Aufbau. Also erstmal der Effekt über dem Bruchstrich, der Standardfehler unter dem Bruchstrich. Hier ist es der Standardfehler des Mittelwerts, weil es ja um Mittelwerte geht. Und der Effekt berechnet sich eben aus dem Unterschied des Stichprobenmittelwerts und des Grundgesamtheitsmittelwerts, also hier die jungen Leute und da ganz Deutschland und jeweils die Kinderwunschanzahl von den beiden Gruppen. Dann die Standardabweichung, hier als SD abgekürzt, das kommt von Standard Deviation. Man könnte auch hier Sigma Dach sagen, das ist auch eine gängige Abkürzung. Und das Ganze wird noch durch Wurzel n geteilt, also durch die Stichprobengröße, sodass das insgesamt den Standardfehler des Mittelwerts ergibt. Wie er hier unten auch schon eingetragen ist. Ich kann natürlich aber auch die Werte hier alle einzeln eingeben, n und sd, und dann kommt hier natürlich auch dieser Standardfehler bei raus. Und hier oben kommt der Effekt raus, den ich hier oben schon notiert hatte. Na, der Effekt ist die Differenz zwischen 2,114 und 2 Kindern. Also in etwa 0,1 Kinder mehr Kinderwunsch in der untersuchten Stichprobe. Dann kommt der t-empirische Wert raus, den wir hier oben in der Ergebnistabelle gesehen haben. Den müssen wir vergleichen, wie üblich, mit einem verwandelten Alpha. Ja, wenn, wir können ja nicht den T-Wert auf einmal mit dem Alpha vergleichen, das wäre wie Äpfel und Birnen vergleichen, sondern wir müssen T-Werte mit T-Werten vergleichen und dafür haben wir eine Tabelle der T-Werte. Die ich typischerweise nutze, die geht dann nur bis zu einer Stichprobengröße von 120, genauer gesagt bis zu einem Freiheitsgrad von 120. Und in der Zeile schaue ich dann auch nach, weil wir eine Stichprobengröße von 220 haben. Der Freiheitsgrad wäre dann 219 und dieser Wert von 120 ist der, der am nächsten dran ist. Und man könnte jetzt denken, ja, das macht ja einen großen Unterschied hier, aber wenn man sich die Werte in der Tabelle mal wirklich anguckt, dann merkt man, das macht einen Unterschied nur in der dritten Nachkommastelle und ist für uns nicht relevant. Dort finde ich dann im Endeffekt diesen sogenannten kritischen T-Wert, die Hochsprunghöhe, die ich jetzt überhüpfen will, sozusagen. Und schaffe ich das mit meinem empirischen T-Wert? Nein. Also auch hier natürlich das gleiche Ergebnis wie oben schon in dem Ergebnis, wo ich P-Wert, also 0,1% mit Alpha verglichen habe und auch zu dem Schluss gekommen bin, ja, Restunsicherheit ist zu groß im Vergleich zu Alpha. Und das steckt auch letztendlich genau, diese Aussage steckt auch in den T-Werten drin. Gut, was lässt sich noch berichten über den T-Test? Der lässt sich natürlich auch einseitig oder zweiseitig durchführen. Also was damit unter vorkommt, ist, dass ein Forscher hier draufklickt und sich das Ergebnis anguckt und sieht, oh, P-Wert nur noch 4,5%. Wie kommt das? Ja, vorher war 9%. Wenn ich einseitig teste, halbiert sich der P-Wert, die Restunsicherheit ist jetzt also unter unserem Alpha von 5%. Ich hätte jetzt ein signifikantes Ergebnis. Knüller! Diese Manipulation nennt man Hypothesizing After Results Are Known oder kurz Harking.
Das kann ich natürlich nicht machen. Das ist genauso wie wenn ich sage, ja, ich bin bei einer Pferdewette. Mist, Pferd 20 hat nicht gewonnen. Jetzt sehe ich, Pferd 3 hat gewonnen. Ich ändere jetzt nachträglich meinen Wetteinsatz so, dass ich auf Pferd 3 setze und gewinne dann. Das geht nicht. Das wird kein Wettbüro mit sich machen lassen. Genauso ist es, wenn ich nachträglich die Hypothese meiner Forschungsarbeit ändere. Soweit für heute. Bis zum nächsten Test. Ciao, ciao.